super. Natürlich dieser Schienenadelboden gibt ihm zusätzlich Selbstvertrauen. Oh, tief geraten. Hat sich gerade noch aus der Affäre gezogen. Aber das wird jetzt schwer, hier noch eine Zwischentestzeit rauszufahren. Ach, und nicht nur 37 Hundertstel, sondern an der Welle am Tor vorbeigeflogen. Das hatten wir vorher als eine der Schlüsselstellen ausgemacht. War bis jetzt gar nicht so schlimm. Aber hier sehen wir, dass diese Welle, wenn man nicht die richtige Position hat und auch zu spät dran ist, einen aushebt. Ja, gewusst, dass er diesen Fehler gemacht hat, im Steilhang wollte kompensieren, indem er noch mehr Risiko auf sich nimmt. Bei dieser Welle, man sieht das folgende Tor nicht ganz. Er wollte gerade die Schiebung legen, bis er realisiert, nein, das Tor steht noch ein bisschen mehr